Hallo ihr Lieben, wir sind wieder auf dem Kanal. Ihr seht uns jetzt regelmäßig, wenn ihr mögt, weil wir uns entschlossen haben, für ein Jahr mit unserem ausgebauten Van zu reisen. Und zwar durch Europa, so weit wie wir so kommen. Ihr wisst ja, wir sind zu fünft, das heißt Mann, Frau, drei Kinder und noch ein und einen halben Hund. Und wir haben unseren Selbstversorgerhof sozusagen pausiert, haben alle Tiere zu Freunden gegeben, haben jemanden gefunden, der bei uns wohnt in der Zeit. Da derjenige aber selber arbeitet, kann er sich nicht um die Tiere kümmern, was auch völlig okay ist für uns. Wir sind froh, dass der Hof nicht verlassen ist, sondern bewohnt wird, weiterhin bearbeitet wird und genau, dass es da nicht wie Kraut und Rüben zugeht, wenn wir wiederkommen. Wobei, wahrscheinlich haben wir richtig viele Ideen, wenn wir wieder da sind und müssen richtig viel umsetzen. Aber das kommt ja erst noch. Jetzt haben wir erstmal ein Jahr Zeit. Was das für uns bedeutet, erstmal ein Riesenumbruch. Eine Woche lang habe ich fast nur geschlafen, morgens lange, abends früh, mittags lange. Ich hatte so viel nachzuholen. Wir mussten uns erstmal damit abfinden, dass wir nicht jeden Tag feste Riten haben, sondern dass wir ein komplett neues Leben führen. Wir haben Freiheit, wir sehen Natur, wir können spielen, wir können rennen, wir können Musik machen, wir können Videos machen, wir haben wieder Zeit dafür und wir können einfach auch mal zusammen sein als Familie. Und das ist richtig schön, das ist ein richtig großer Zugewinn für uns alle. Und mal sehen, wie wir so weiter zusammenwachsen. Bisher hatten wir Glück, wir hatten viel schönes Wetter. Im Augenblick sind wir in Schweden. Wir fahren bis ganz hoch in den Norden, sehen die Polarlichter, die anderen Landschaften. Und wir werden immer wieder gefragt, warum machen wir das? Krass, dass ihr den Mut dazu habt. Und ich würde es auch so gerne, aber es geht gerade nicht. Ich sag's mal so, wenn man einen kompletten Hof mit Pferde, Schafe, Katzen, Hunde, Enten, Kaninchen, Meerschweinchen, Hühnern und Wachteln irgendwie unterbringt und sein Leben einfach radikal minimalisiert. Ich glaube, wenn man einfach irgendwas richtig unbedingt will, dann schafft man das auch. Und warum wir das machen? Weil es einfach irgendwann nicht mehr die Zeit ist, nur zu träumen. Irgendwann ist die Zeit gekommen, Dinge zu machen und aufzuhören zu träumen. Und jetzt ist die Zeit, die Träume zu leben. Lasst ein Like da, wir freuen uns mega darüber. Abonniert uns, da freuen wir uns noch viel mehr drüber, weil wir uns dadurch auch vielleicht irgendwann ein kleines bisschen finanzieren können. Das ist unser Wunsch. Habt ihr Wünsche, die ihr sehen möchtet? Wünsche, die wir von unserer Reise für euch machen können, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Eine Roomtour, eine komplette mit allen klitzekleinen Van-Hacks bekommt ihr noch, aber in zwei Teile, weil das hier doch ziemlich viel und wuselig ist, dadurch, dass wir fünf Leute sind. Aber es kommt. Bleibt dran!